Franzi, du musst mir heute auf jeden Fall helfen. Das ist mein neues Haus in diesem Dorf hier. Und ich gehe heute Abend auf ein Abenteuer. Und du musst mein Haus beschützen. Oh Mann, warum muss ich dein Haus beschützen? Ich will mit dir auch auf Abenteuer gehen. Du sagst ja immer, du wärst der Stärkste. Zeig es mir doch heute Nacht, denn heute Nacht soll eine besondere Nacht sein. Es soll richtig spuken in diesem Dorf. Oh nein, und ich soll alleine auf dein Haus aufpassen? Denkst du, ich schaff das? Du bist doch der Beste. Jedenfalls sagst du das jedes Mal. Komm, folg mir. In dieser Kiste hast du alles, was du für diese Nacht brauchst. Ich würde mal sagen, viel Glück, ne? Bloxy, du willst jetzt schon gehen? Jetzt willst du schon los? Ich bin ein Geschäftsmann. Ich muss jetzt schnell los. Tschüss. Arrivederci. Bloxy, du wirst es schaffen. Und du brauchst ganz viel Glück. Ganz, 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 ganz viel Glück. Oh ja, so viel Glück hast du noch nie gehabt. Oh Mann, jetzt ist Bloxy einfach weg. Ich schaue jetzt einfach mal in die Truhe rein. Mal schauen, was er mir da gelassen hat. Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Eine lilane Rüstung, ein Bogen, Schwert und Spitzhacke. Wie cool ist das denn? Die muss ich mal direkt aufziehen. Stehen die mir überhaupt? Warum brauche ich das überhaupt? Und jetzt werde ich ihn pranken, Freunde. Und nicht einfach so, sondern mit richtig krassen Monstern. Zum Beispiel werde ich auch ein Riese. Und er wird wirklich sehr viel Angst in diesem Dorf haben. Aber erstmal fangen wir klein an. So, jetzt gehe ich erstmal hier nach draußen. Es ist ja alles hier schön friedlich. Ein Dorf, schöne Dorfbewohner. Das wird doch richtig einfach für mich, hier auf alles aufzupassen. Oh Mann, da unten ist ein Creeper. Das ist gar nicht gut. Bloxy hat mir gesagt, ich muss auf sein Haus aufpassen. Was war das denn? Es donnert hier. Okay. Ich muss den Creeper abschießen. Los. Aua, was war das denn? Nochmal. Autsch, was mache ich denn da? Der Bogen funktioniert nicht. Ich benutze den normalen Bogen. Der ist viel, viel besser. So, einmal zielen und los, Creeper. Weg mit dir. Bloxy, dein Haus wird beschützt. Während Bloxy jetzt draußen ist und alles beschützt, werde ich hier jetzt ganz viele Silberfischchen spawnen. Einmal hier, einmal da, einmal hier. Tralalalala. Oh ja, er wird sich gleich erschrecken und die wollen alle hier durch die Tür. Okay, er muss jetzt gleich herkommen. Ich mache mich schnell unsichtbar. Oh Mann. Was höre ich denn da? Was ist das? Was klopft hier? Hallo? Oh nein. Was passiert denn hier? Weg mit euch. Los. Das darf Bloxy niemals erfahren, was hier passiert ist. Puh, das war ja nochmal richtig knapp. Was war das denn? Vielleicht habe ich die Tür hier offen gelassen. Oh nein. Alles zumachen. Das war nochmal knapp. Die erste Welle hat er überstanden. Aber wie wär's mit der zweiten? Da draußen werden jetzt Silberfischpriester spawnen. Schaut mal, wie die aussehen. Ich verwandle mich jetzt ganz kurz in einen. Ja, die haben so einen pinken Anzug und die sind etwas stärker. Und ich werde jetzt ganz viele hier spawnen. Einmal hier, einmal da. Oh, meine Freundin, kommt her. Lass uns den Floxy gleich überraschen. La. Warum klopft es hier schon wieder? Was ist das denn? Oh nein. Ganz viele Silberfischchen. Nein. Warum haben die Klamotten an? Was ist das denn? Weg mit euch. Weg von Bloxys Haus. Los. Weg. Das sieht ja schon mal richtig gut aus. Oh, der kämpft gegen die gerade. Der hat doch keine Chance, das sind zu viele. Oh, das sieht gut aus. Oh, mich würde mal interessieren, wie viel Leben der noch hat. Oh Mann. Zum Glück hat mir Bloxy diese gute Rüstung gegeben. Ja. Bald geschafft. Los. Ich muss das schaffen. Bloxy, ich verteidige dein Haus. Los. Nein, er hat es geschafft. Aber ich wäre nicht Bloxy, wenn ich noch weitere Pläne hätte. Denn am Ende kommt noch ein Riesenmutant. Ich habe noch als nächstes, nämlich den Silberfisch-Templer. Und die sind richtig stark, das könnt ihr mir glauben. Und gleich wird alles brennen. Oh Mann. Bloxy wäre so stolz auf mich. Und die Sonne geht gerade auch unter. Alles ist friedlich und alles ist schön aufgeräumt. Es wird gerade Nacht. Gleich müssen wir richtig abgehen, Freunde. Ich werde jetzt ganz viele von ihnen spawnen. Und mal schauen, wie er darauf reagiert. Oh, was ist das denn? Ich höre Geräusche. Geräusche. Oh nein, was passiert hier? Oh Mann, alles explodiert. Ich verstehe gar nichts mehr. Oh nein. Ja, es hat geklappt. Alles steht in Flammen. Oh nein, mein Haus wird gleich brennen. Bloxy, du musst es löschen. Du bist doch ein guter Beschützer. Was passiert hier? Bloxy, Hilfe. Oh nein. Ich bin runtergeflogen. Ich kann nicht mehr. Hey, Dorfbewohner, helft mir doch bitte. Was ist da oben los? Was passiert hier? Bloxy, du enttäuscht mich gerade. Ich dachte, du könntest besser beschützen. Und du hast ja ganze Zeit Angst. Oh nein.
nein! Er muss sie irgendwie kriegen! Ich kann nicht mehr! Alles brennt, die ganze Stadt brennt! Ich muss hier weg! Oh nein, oh nein, oh nein! Ich muss rennen! Weg hier, weg hier, weg hier! Was ist das denn? Er läuft weg und es wird Nacht! Gleich kommt der Riesenmutant, aber ich glaube, die sind jetzt verschwunden. Oh Mann, das müsste der Letzte sein. Ich hab's geschafft. Komm her. Oh, er entwischt mir. Okay, sehr, sehr gut. Okay, ich muss das Feuer löschen. Los. Der wollte mich gerade kriegen, aber ich bin schneller und er muss mein Haus beschützen. Floxy, ich bin wirklich enttäuscht. Und Freunde, ich würde sagen, es ist jetzt Zeit für den Mutanten. Davor müssen wir uns erstmal zurückverwandeln und uns dann unsichtbar machen. Unsichtbar, let's go! Und gleich geht's los, Freunde! Oh Mann. Floxy wird so enttäuscht von mir sein. Ich versuche das Ganze aufzubauen. Aber wenn er nur wüsste, was hier gerade los war. So viele Silberfische, das muss ich ihm auch wirklich erzählen. Und Moment mal, ist es jetzt gerade nicht Nacht? Irgendwas sollte doch in der Nacht passieren. Oh nein. Als nächstes kommt als Spezialboss der Mega-Mutanten-Silberfisch. Mal schauen, wie er darauf reagiert. Wow. Was war das denn? Oh nein, es wird ja immer schlimmer. Wie riesig ist der denn? Gegen den habe ich doch gar keine Chance. Wo ist er? Er fliegt in der Luft? Oh, was ist das denn? Oh ja, der ist genauso stark, wie ich mir vorgestellt habe. Oh, er hat einfach das ganze Dorf platt gemacht. Oh Mann. Das Dorf? Wo ist das Dorf? Wo ist Bloxys Haus? Was ist das denn? Ich kann nicht mehr. Oh nein. Bloxy, komm zurück. Er hat keine Chance, er fliegt über die ganze Map und es verfolgt ihn. Na, Floxy, du musst auch mein Haus beschützen. Lieber Silberfisch, lass mich in Ruhe. Ich muss Bloxys Haus beschützen. Nein. Ich muss schnell hier weg. Ich will weg hier. Ich bin jetzt wieder da und ich würde sagen, komm mit, wir bauen uns eine Höhle, dann wird da wegkommen. Floxy, wo bist du gerade? Ich sehe dich nicht. Floxy, ich bin hinter dir. Oh, Floxy, wo bin ich hier? Was passiert hier, Floxy? Komm schnell mit. Was passiert hier? Folg mir schnell. Wir müssen jetzt hier in Sicherheit sein, Floxy. Wir werden es schaffen. Floxy, du glaubst mir nicht, was passiert ist. Irgendwie ein riesiger Silberfisch in deinem Dorf, bei deinem Haus. Dein Haus ist nicht mehr da. Es tut mir so leid. Was? Mein Haus ist nicht da? Das müssen wir wieder aufbauen. Aber jetzt müssen wir erstmal die Nacht überstehen. Floxy, wir haben die Nacht überstanden. Ich hoffe, draußen sind keine Silberfischchen mehr. Lass uns mal schauen. Sei vorsichtig, Floxy. Oh nein. Die Luft ist rein. Lass uns in unser Dorf. Aber du musst mir eine Sache versprechen. Was denn, Floxy? Was muss ich dir versprechen? Wenn irgendwas kaputt sein sollte im Dorf, dann werden wir es wieder zurück aufbauen, okay? Oh Mann, Floxy. Alles wurde zerstört. Okay, Floxy. Wir werden alles wieder aufbauen. So wie es vorher war. Okay, super. Lass uns hin. Und noch ein bisschen hier. Und noch ein bisschen da und mein Haus ist fertig. Wie sieht's bei dir aus? Floxy, nur noch hier ein Block, dann nur noch da ein Block und hier oben. Und so müsste das wieder genauso wie vorher sein. Super, wir haben wieder das Dorf aufgebaut. Du, meinst du, du wirst noch eine Nacht hier schaffen? Floxy, ist das dein Ernst? Ich hab Angst nach dem, was passiert ist. Ach, du bist doch kein Angsthase. Jedenfalls sagst du das mir immer. Hör zu, ich muss jetzt wieder los. Wir haben voll lange gebraucht, das Dorf wieder aufzubauen. Und jetzt musst du es wieder beschützen. Floxy, wir haben gerade tagelang das Dorf aufgebaut. Und jetzt willst du wieder gehen? Ich muss los. Ich hab's wieder eilig. Ein Abenteuer wartet auf mich. Oh Mann. Floxy ist wieder weg. Und ich bin wieder ganz alleine hier. Ich hoffe, es passieren keine schlimmen Dinge. Jetzt wird erstmal eine Zombie-Armee ihn erwarten und danach ein Riesen-Zombie. Aber diesmal wird das Dorf nicht kaputt gehen. So, alles ist friedlich. Nichts passiert. Das ist schön. So gefällt es mir. Friedlich? Na, werden wir mal sehen, wenn er die ganze Zombie-Armee hier jetzt sieht. Los, Zombies, greift ihn an! Oh Mann. Was sind das schon wieder für gruselige Geräusche? Oh nein, was ist das denn? Eine Zombie-Armee, was tut ihr denn hier? Weg mit euch! Los! Er versucht sein Bestes und er ist auch ziemlich stark, aber wird er auch einen Riesen-Zombie vernichten? Einen hier, einen da. Okay, ich hab's gleich geschafft. Oh nein, hier sind noch mehr. Und hier, weg mit dir! Los, das hast du davon! Jetzt kommen meine Giganten! Oh Mann! Was sehe ich denn da hinten? Nein. Nicht schon wieder. Ich muss weg hier. Was passiert hier? Ich bekomme Schaden. Was ist das denn? Oh nein. Ein Schlag hier. Los. Ich hab einen. So,
So, und hier sind noch ganz viele kleine Zombies. Was ist das denn? Schon wieder? Oh nein, was tut er im Dorf? Das darf Bloxy nicht sehen. Die sind ganz lieb zu meinem Dorf, aber die machen ihn trotzdem viel Stress. Oh, mit dem Bogen müsste es klappen. Ich bekomme die ganze Zeit Schaden. Ich weiß nicht von wo. Alles ist verhext. Oh, da ist der Zombie. Weg mit ihm, los. Was hast du davon? Hör auf damit. Ich hab's geschafft. Schnell zurück zum Dorf. Oh, das hat er gut geschafft. Wir müssen uns nicht mehr in einen Mutanten verwandeln. Wir haben es ihm genug gezeigt und da erledigt er gerade den nächsten. Wir werden jetzt noch eine weitere Spezialwaffe für ihn haben. Weg mit dir, Zombie. Weg. Los. Du musst weg hier. Lass unser Dorf in Ruhe. Los. Und hier unten. Oh nein, die ganzen Dorfbewohner haben sich in Zombies verwandelt. Oh nein. Ich hoffe, Bloxy bemerkt das nicht. Bloxy, mein ganzes Dorf ist wieder kaputt. Aber das ist nicht schlimm, weil ich das ja bin. Und jetzt werden wir weitermachen mit einer weiteren Welle. Oh Mann. Ich muss schnell in das gelbe Haus von Bloxy. Ich werde hier nie wieder rausgehen. Hier bringt alles Unglück. Dieses Dorf ist verhext. Ich bleibe jetzt hier drinnen. Für immer. Und ich werde hier alles beschützen. Ich werde jetzt mich wieder unsichtbar machen. Und jetzt kommt eine Creeper-Armee. Oh nein, mein schönes Häuslein. Wir fangen an mit dem Creeper-Templar. Da ist er ja. Und die werden jetzt gleich zum Häuschen gehen, wenn er nur die Tür aufmacht. Oh Mann. Ich höre schon wieder komische Geräusche. Was ist das denn? Oh nein. Weg mit dir. Was ist denn jetzt schon wieder los? Es brennt schon wieder alles. Alles ist in Flammen. Oh nein. Und jetzt noch ein Priester dazu. Noch ein Loyalist. Und als letztes kommt der Mutant. Oh nein, was passiert hier? Das kann nicht wahr sein. Ich muss hier weg. Ich muss in Sicherheit. Ja, in Sicherheit muss ich. Mein ganzes Haus, das brennt. Bloxy, du Feigling, warum beschützt du das nicht? Oh nein, irgendwas läuft hier schief. Irgendwas ist verhext. Dieses Dorf, ich will hier nicht mehr sein. Ich glaube, langsam wird's wirklich unfair. Aber als letztes baue ich noch den Mutanten. Oh nein. Was kann dieser Creeper? Der Creeper fliegt. Und ich fliege auch in die Luft. Was ist das denn? Weg mit dir. Was bist du denn für einer? Wow. Was ist da denn los? Ja, er hat den Creeper, den Mutanten-Creeper erschaffen. Oh nein, ein Mutanten-Creeper. Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Es reicht. Ich habe keine Chance. Ich muss hier weg. Los. Weg hier. Ich muss wegrennen. Da ist Bloxy. Wir verfolgen ihn. Unsichtbar. Und er hat richtig große Probleme. Oh Mann. Was ist das hier? Ich werde nie wieder auf das Haus von Bloxy aufpassen. Es reicht mir. Bloxys Haus soll zerstört bleiben. Ich werde es nie wieder aufbauen. Weg hier. Los. Bloxy flieht und mein Dorf. Oh nein, mein Dorf sieht nicht so gut aus mit diesem Mutanten-Creeper. Und wie der schreit. Oh, Bloxy, wo bist du? Ich dachte, du solltest mein Haus aufpassen. Oh Mann. Warum fliege ich in die Luft? Nein. Schau mich nicht so böse an. Was passiert hier? Oh Mann. Was guckst du mich so böse an? Bitte schau mich nicht so böse an. Nein. Oh Mann. Das habe ich noch nie erlebt. Ich werde nie wieder auf eine Minecraft-Welt gehen. Das ist gar nicht gut. Er hat einfach alles hops genommen. Aber das ist nicht schlimm, denn wir werden gleich diesen Creeper-Titan zusammen besiegen. Bloxy, wo bist du? Bloxy, helf mir. Oh, was ist das denn? Nein. Creeper, lass mich in Ruhe. Ich hab dir doch gar nichts getan. Wow. Da der so stark ist, kann er selbst mich auch besiegen. Oh Mann. Weg. Weg. Ich hab alles verloren. Bloxy, was machst du denn hier? Du bist ja hier in mein Abenteuerland. Solltest du nicht auf mein Haus aufpassen? Bloxy, es tut mir so leid. Wirklich leid. Alles ist explodiert. Ein riesiger Creeper. Ganz viele kleine Creeper. Ich bin geflogen. Überall in die Lüfte. Alles ist explodiert. Du glaubst es mir nicht. La. Das hast du schon vorhin gesagt. Und wir haben dann 2 Stunden lang das Haus wieder repariert und das ganze Dorf. Und jetzt ist wieder alles kaputt gegangen, oder was? Auf dich ist kein Verlass. Bloxy. Wir sind beste Freunde. Glaub mir, ich würde dich niemals anlügen. Ja,
Okay, dann muss ich dir was gestehen. Ich war das Edgy Benchy. Und wir werden gleich zusammen den Creeper erledigen. Bist du bereit? Floxy, was erzählst du da? Das kannst du gar nicht gewesen sein. Was redest du da? Tja, Floxy, ich habe auch so meine Tricks. Und wir werden gleich ein Mutantenskelett, ein Mutanten-Zombie spawnen und gegen den Creeper antreten. Oder wie wär's mit Mutanten-Enderman? Welchen willst du? Oh Mann, das hört sich richtig spannend an. Lass einfach loslegen. Okay, komm mit. Okay, Floxy, gerade bin ich enttäuscht. Was ist aus meinem Dorf geworden? Oh ja, du siehst, du wolltest mir nicht glauben. Aber alles wurde zerstört. Wow, wir müssen zum Creeper. Da hinten ist er. Komm, folg mir. Ich folg dir, Bloxy. Oh, das wird gleich bestimmt richtig toll. Oh, da ist er ja schon. Bloxy, siehst du das? Bloxy, wir werden jetzt ein Zombie spawnen und die werden gegeneinander kämpfen. Bloxy. Was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Wer meinst du, wer gewinnt? Ich bin für den Zombie. Der muss gewinnen, weil wenn der Creeper explodiert, dann gibt es eine Riesenexplosion. Die ganze Map wird down gehen. Oh Mann. Was ist das denn? Creeper muss besiegt werden. Wir werden noch einen weiteren Zombie spawnen. 2 gegen 1. Creeper. Du kannst dich verabschieden. Floxy, ich glaube, gleich ist es soweit. Wie groß wird denn die Explosion? Die ganze Map wird gleich draufgehen. Oh nein, ich habe solche Angst. Guck mal, was aus meiner Map hier geworden ist. Das gibt's doch nicht. Mein ganzes Dorf brennt. Alles brennt. Und er explodiert jetzt. Oh oh. Jetzt wird's Oh nein. Was passiert hier, Bloxy? Guck mal, wie die sich freuen. Und er explodiert. Die TNT-Explosion geht jetzt hoch. Oh nein, ich befürchte Schlimmes. Er explodiert, siehst du? Alle sterben um ihn herum, selbst die Zombies. Wow, ich hab richtige Angst. Was passiert hier? Was hat der Creeper angerichtet? Nein. Loxi, alles wurde zerstört. Alles ist weg, auch alle Monster und alle Titanen. Oh nein, wie toll. Und Floxy, weißt du was? Was denn, Bloxy? Das war's denn heute mit der Folge, Freunde. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann tippt auf den Bildschirm und lasst ein Like und Abo da. Tschüss. Tschüss.